Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Daniel und in diesem Video möchte ich dir FileZilla vorstellen. Das ist ein Programm, womit du auf den Server deines Hosters zugreifen kannst, um deine Webseiten zum Beispiel aufzuspielen, um WordPress zu installieren oder Dinge auf dem Server zu ändern. Grundvoraussetzung natürlich ist, dass ihr wirklich dann bei einem Hoster auch Webspace gebucht habt. Das muss natürlich klar sein und meist sind die Oberflächen von den Hostern ein bisschen tricky irgendwie. Der Editor ist nicht wirklich so auf Zack und FileZilla ist einfach ein Tool, womit ihr dann eine Oberfläche habt wie im Explorer und könnt dann schön auf eurem Webspace dann rumeditieren. So, und FileZilla bekommt ihr hier von Google. Einfach mal googeln und dann ist die erste Seite hier FileZillaProjekt.org. Da gehen wir drauf und es hat bei mir direkt erkannt, okay, Windows 64-Bit. Da klicke ich drauf und dann lädt er das auch schon automatisch runter. Ne, das wollen wir nicht. Hier kann man warten und dann kommt normal hier unten dann direkt der Download. Ich habe es jetzt eben hier schon mal. Da, zack, da ist er. Ja, und dann schmeißt euch das mal auf die Platte. Der Installationsvorgang sollte ja jedem, der schon ein bisschen mit dem PC vertraut ist, sollte das ja wirklich einfach vonstatten gehen. Und dann zeige ich euch jetzt mal die Benutzeroberfläche von FileZilla. So. So sieht das Ganze aus, wenn wir das Programm starten, um jetzt auf euren Server Zugriff zu bekommen, müsst ihr hier oben erstmal natürlich in den Server Manager und dort dann die relevanten Daten eingeben. So, und bei mir ist das hier OneBlue und die Daten bekommt ihr von eurem Hoster, von der Firma. Und das zeige ich euch mal, wie das bei mir aussieht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, je nachdem, was ihr benutzt. Wir gucken uns das mal an. So, und ich bin jetzt hier auf der Oberfläche von meinem Hoster und habe dann hier direkt den Hostname und habe hier den FTP-Zugang und natürlich mein Passwort. Das kann ich hier ändern, wie ich möchte. Und diese Daten muss ich dann hier eintragen. WebFTP und dann natürlich hier unten den Benutzer, die Benutzererkennung und das Passwort. Und das lassen wir hier, FTP, File Transfer Protokoll, wenn verfügbar, bla bla bla. Manchmal müsst ihr noch einen Port angeben, bei mir war es jetzt nicht so, das hier können wir alles so lassen. Und ja, dann, wenn ihr das eingerichtet habt, dann geht ihr hier auf, beziehungsweise zuerst wird kein neuer Server da sein, deswegen müsst ihr dann hier auf einen neuen Server gehen, dann tragt ihr hier die Daten ein und macht hier weiter. So, und ich habe hier auch, Verbindungsart ist normal. Und dann tragt ihr hier euren Kollegen dann ein, FTP, bla 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 und euer Passwort. Und dann sollte das normalerweise laufen. Wenn ihr auf Verbinden klickt, ich mache das mal hier bei mir, dann seid ihr hier schön auf dem Webspace. Und dann könnt ihr hier ganz einfach in euer Hauptverzeichnis reingehen und könnt hier verschiedene Sachen dann, seht ihr, ah, okay, das ist mein Webspace und könnt dann da wirklich Sachen rauskopieren, reinkopieren und ändern, wie ihr wollt. Ja, das hat sicherlich noch einige Zusatzfunktionen, die habe ich aber noch nie benutzt. Man kann hier Lesezeichen noch ablegen, verschiedene Server, Übertragungstyp, manuelle Übertragung, die Ansichten und muss ich gerade mal gucken hier, Netzwerk, okay. Ich meine, wenn euer Netzwerk eh eingerichtet ist, dann braucht ihr hier eigentlich nichts mehr machen. Im Prinzip ist es nur das hier oben, den Servermanager und dann wirklich eure Daten holen von eurem Hoster und dort eintragen und dann kann ich hier ganz einfach die Sachen editieren und ja, habe Zugriff auf meinen Webspace. Wirklich eine ganz einfache Geschichte. Wenn ihr Fragen habt, postet es einfach in die Kommentare. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Normalerweise gibt es jede Woche hier ein neues Video von mir, jeden Sonntag 7 Uhr frisch auf der Matte. Ich freue mich auf euch. Lasst ein Abo am Start. Dann sehen wir uns garantiert hier wieder. Macht's gut. Bis bald. Euer Daniel. Ciao.